Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. FC Barcelona gegen Liverpool. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Nelson Semedo. Und Messi. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Barcelona. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André ter Stegen im Tor. Samuel Umtiti spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Barcelona über außen. Sauber vom Ball getrennt hier. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Mohamed Salah steht mit Sadio Mané auf den Flügelpositionen. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Roberto Firmino. Ter Stegen ist da, stark gemacht. Ecke in die Mitte. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Und es sind beides Leute, Wolf, die hier in diesem Spiel entscheidend sein können. Die können den Unterschied ausmachen. Das könnte was werden jetzt. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und da ist das Tor. Jetzt sind sie in der Position, die sie wollten. Jetzt sind sie auf Aufstiegskurs. Und wenn sie jetzt noch einen draufpacken, den Vorsprung ausbauen, das wär's. Da passt er gut auf und dann ist er einfach gedankenschneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch Vorteil. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schönes Tackling und den Ball erobert. Suarez. Die Chance jetzt. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Ballverlust Liverpool. Suarez am Ball, könnte gefährlich werden. Geht er rein? Oh, da trifft er die Latte. Riesenchance eben zum Ausgleich. Sie lassen sie liegen. Unfassbar. Der Steilpass, gefährlich. Firmino. Und die Balleroberung, wichtig. Origi. Super gemacht vom Torwart. Da kommt die Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ja, das ist fast zu durchsichtig. Jetzt vielleicht. Da zeigt Ter Stegen sein ganzes Können. Das war eine Riesenchance aus kurzer Distanz. Ecke kommt in den 16er. Vielleicht die Chance. Jorginho Wijnaldum. Roberto Firmino! Schuss kommt nicht durch. Messi. Der Vorstoß von Messi. Messi versucht! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Die Ecke kommt von Griezmann. Dembélé. Matip. Liverpool mit dem Ballverlust. Messi! Mohamed Salah. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Da klärt Piqué. Jetzt Jordi Alba. Und jetzt Busquets. Frenkie de Jong.
Nelson Semedo. Messi. Leo Messi macht Druck. Die Chance. Tolle Aktion vom Torwart. Die Ecke kommt von Gries. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Tolles Tackling von ihm. Mohamed Salah. Ball bei Lionel Messi. Er lässt seinen Gegenspieler. Jetzt der Schuss von Messi. Also nach Torchancen führt der FC Barcelona jetzt ziemlich deutlich. Hilft aber nichts, denn im Abschluss halten sich die Katalanen extrem zurück. Ja, machen sie nicht gut heute. Da müsste schon viel mehr rumgekommen sein. Ballverlust Barcelona. Jetzt ist er durch. Da ist der Ball drin. Sie haben ihren Vorsprung ausgebaut und jetzt müsste es mit dem Aufstieg doch klappen. Wir machen das hier ganz souverän. Sieht nach einem Sieg aus. Richtig starker Treffer hier mit diesem Chipball. Ja, super Technik. Da schaut man gerne noch mal drauf. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Defensiv machen sie es gut. De Jong. Zurück zu... Oh, viel Platz jetzt. Kein Tor. Alisson behält die Nerven. Macht zu. Und das war natürlich eine Riesenchance aus dieser Distanz. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Sehr gut aufgepasst. Ballverlust Liverpool. Souverän, er hat den Ball. Hauchdünn ist die Führung in diesem ersten Spielabschnitt. Wie schätzt du die Geschichte hier ein, Buschi? Liverpool führt knapp. Liverpool hat es so ein wenig im Griff, aber ich glaube, das kann sich immer noch drehen. Also, Liverpool muss aufpassen. Liverpool mit dem Einwurf. Ein verschenkter Einwurf. Der Ball ist erstmal weg. Der Ball geht weit raus auf Messi. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Origi. Was macht er draus? Stark gemacht, das könnte was werden. Der Pass, nichts zu halten hier. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Da ist der Ball weg. Fabinho. Die Woko. Schönes Zuspiel hier. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3-0. Klare Sache hier in der ersten Dreiviertelstunde. Sie haben die Partie aber auch echt dominiert. Ja, das sieht man nicht so oft. Liegen schon deutlich vorne. Und wenn wir ehrlich sind, können sie sich nur noch selbst schlagen. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Mané. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Und damit sind sie am Ball.
Liverpool mit dem Ballverlust. Der Ballverlust durch Dembélé. Dembélé. Frenkie de Jong. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Weg ist der Ball. Super gelöst, den Ball hat er. Das könnte was werden. Firmino im Abseits. Piqué am Ball. Jordi Alba. Dembélé. Messi. Jetzt Messi. Gefährlich! Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Mohamed Salah. Toller Pass. Roberto Firmino. Divocco Origi. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ter Stegen hat den Ball. Ganz stark gehalten. Gute Aktion. Ball ist bei Roberto Firmino. Divocco Origi. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Suarez. Auf ihn müssen Sie heute besonders aufpassen, Luis Suarez. Gehst du mit, Buschi? Ja, Wolf, einer der besten Offensivspieler überhaupt im Moment. Auch einer. Klasse Pass. Divocco Origi. Der Pass, stark gemacht. Heute ist er nicht der gewohnte Rückhalt. Leider nein, keine gute Leistung und sie liegen nun schon deutlich zurück. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz da vorne. Ja, der nächste tolle Pass. Matip macht das gut, jetzt ist er am Ball. Nun Firmino. Da geht er weit am Tor vorbei. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Jetzt Busquets. Dembélé. Sie haben den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Dembélé mit dem Ballverlust. Das macht er super mit Technik. Gut aufgepasst vom Torwart. Mohamed Salah. Fabinho. Da haben sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ballverlust Barcelona. Da zeigt Ter Stegen sein ganzes Können. Das war eine Riesenchance aus kurzer Distanz. Ecke in die Mitte. Da sieht er schlecht aus. Er trifft den Zeiger.